Ja, liebe Brüder und Schwestern, die Ruhrpott-Mission, da muss ich dann ganz kurz, ich verspreche euch, ganz kurz etwas über meine Person sagen. Also ich bin so ein richtiger Ruhrpott-Typ, in Gelsenkirchen geboren. Mein Großvater väterlicherseits ist noch auf der Zeche Dalbusch eingefahren und hat als Hauer Kohle abgebaut. Mein Schwiegervater war Elektriker unter Tage. Und ein typisches Kennzeichen der Menschen aus dem Ruhrpott ist dies, uns hängt das Herz auf der Zunge. Das heißt, mal so praktisch angewendet, wenn uns einer missfällt, sagen wir ihn auf Deutsch, ich möchte diesen Namen jetzt nicht sagen, aber früher haben wir auf dem Schulhof gesagt, du bist echt ein Arsch. Und dann war das Thema erledigt. Also wir reden nicht lange um den heißen Brei, sondern ziemlich zielgerichtet bringen wir die Dinge auf den Punkt. Ich war 17 Jahre alt, als meine Mutter gesagt hat, du fährst zu einer Bibelfreizeit, Arno. Und ich gesagt habe, das will ich nicht. Da sagte er, ist ja nicht schlimm. Aber ich will das. Und da habe ich gedacht, was ist so auf eine Bibelfreizeit alles los? Und da habe ich festgestellt, da fahren auch Menschen mit, die Mädchen sich heißen. Also auch weibliche Geschöpfe. Und da habe ich gedacht, auch so mit 17 kannst du mal gucken, ob da eine für dich dabei ist. Vielleicht ist das der Sinn einer Bibelfreizeit. Und mit diesem Vorgeschmack bin ich denn da hingefahren. Und da waren auch einige Mädchen dabei, die waren nicht schlecht. Also ganz nach meinem Geschmack. Und dann kam es zu einer Bibelarbeit. Und bei dieser Bibelarbeit hat der Bruder den Text bearbeitet, wo Jesus den Jüngern Frühstück macht. Und dann fragt er den Petrus unter vier Augen, hast du mich lieb, Petrus? Und ich saß da so an meinem Tisch und ich habe die Frage so verstanden, als ob Jesus sagt, Arno, hast du mich lieb? Und da habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein, der vertut sich. Weil ich bin ein total sündiger Mensch. Wenn ich so an der Jugendsünde denke, da kann er ja jetzt nicht die Frage stellen. Jetzt stellt sich die Frage, ich frage mal jetzt ganz praktisch, was würdest du antworten, wenn er jetzt hier in Bonn-Bornheim durch die Reihen gehen würde und würde sagen, hast du mich lieb? Was würdest du Jesus sagen? Wir schauen uns alle noch gegenseitig vor den Kopf, den Herrn Jesus kannst du nichts vormachen. Der hat Röntgenaugen und schaut bis in die letzte Herzensfalte hinein und der weiß ganz genau, ob deine Antwort richtig oder falsch ist, ob die heuchelfrei ist, ob die aufrichtig ist. Was würdest du Jesus sagen, wenn er jetzt die Frage stellt, liebst du mich? Und das hat mir damals den Boden unter den Füßen weggenommen. Ich bin auf mein Zimmer gegangen und habe mich ganz Jesus ausgeliefert. Und damals hatten wir noch kein Handy, da hatten wir so eine Telefonzelle, da musstest du immer so 10, 20, 30 Pfennig reinrufen, um reinschmeißen. Ich hatte den größten Wunsch, meiner Mama zu sagen, dass ich jetzt Jesus angehöre. Und die hat gesagt, das ist ja toll, schön, freue ich mich. Und dann bin ich erst einmal zum Abendmahl gegangen und beim Abendmahl habe ich eine Berufung bekommen. So wie der Jan heute auch Zeugnis abgegeben hat. Ich wusste mich als Evangelist berufen. Mein Deutschlehrer hat damals gesagt, Arno, pass auf, du hast eine Möglichkeit. Einen handwerklichen Beruf kannst du nicht erlernen, weil Gott dir die Hände falsch reingehangen hat. Mein Papa hat immer gesagt, du hast zwei linke Hände, Sohn, wir haben dich lieb, das bringt nichts. Räumliche Vorstellung, eine absolute Katastrophe. Aber mein Deutschlehrer hat gesagt, du kannst einen Eskimo einen Gefrierschrank verkaufen. Und die Menschen hören dir zu, auch die Eskimos. Und da habe ich gedacht, ja, das ist es. Und dann bin ich noch vor der Bibelschule, bin ich noch in die Partei mit dem C eingetreten und habe gedacht, dann wirst du Politiker. Die reden ja wirklich manchmal ein Schnitzel an einer Backe. Dann machst du das. Kannst du sogar gutes Geld mitverdienen. Und da beim ersten Abendmahl hat der Jesus gesagt, nicht so, Arno, diese Gabe hast du von mir, die gibst du mir zurück. Und da habe ich gedacht, ja, das mache ich ja. Und dann bin ich zurückgekommen von der Bibelfreizeit und wir haben so eine Jugendbibelstunde gehabt und dann sagte der Prediger, das habe ich heute schon beim Andreas in der Gemeinde gesagt, Arno, wir haben dich alle total lieb, aber wir haben festgestellt, du passt nicht zu uns. Der war richtig lieb dabei, wenigstens ehrlich. Ich sage, ja Bruder, was meinst du denn, wo ich hineinpasse? Bei der Heilsarmee, sagt er, da passt du hinein.
Und dann habe ich damals mit der Heilsarmee Kontakt aufgenommen, meine ersten evangelistischen Schritte getan. Und mit 19 Jahren durfte ich erst einmal auf der Straße predigen. Der Heilsarmee-Offizier Dagmar Fischer, vielleicht kennt einer von Ihnen, der hat gesagt, hör mal Arno, wir haben heute Abend Zeltevangelisation und ich muss auch in Lüdenscheid noch predigen. Das geht nicht. Er sagt, das ist aber total schade, dass das nicht geht. Sagt er, ich habe auch schon eine Lösung. Ich sage, ja. Sag ich, wer macht das denn? Du. Und so durfte ich dann erst einmal auf der Straße predigen. Aber zwischendurch ist Folgendes passiert. Danach habe ich meine Frau kennengelernt in einer ziemlich konservativen Gemeinde. Und dann bin ich selbstgerecht gesetzlich geworden, habe angefangen, ein Maskenchristentum zu leben und bin volle Kanne wieder in die Welt abgerutscht. Aber ich habe es Jesus versprochen. Und was man den Herrn Jesus verspricht, das vergisst er nicht. Ich habe dann meine Frau geheiratet und dann hat Folgendes stattgefunden. Dann hat Jesus in den Umständen hineingesprochen. Kennt ihr das aus eurem Leben auch, dass Jesus mit Umständen in euer Leben hineinspricht? Einen Umstand will ich ganz kurz beschreiben. Wir kriegen unseren ersten Sohn. Meine Frau kommt fast ums Leben. Bei dem Martin hatte sich die Nabelschnur um den Hals gewickelt. Und ich habe zu Gott geschrien, weil Jesus gesagt hat, Arno, da ist noch was. Und nicht du bestimmst das, wann du das einsetzt, das bestimme ich. Und so hat das bis Weihnachten 2006 gedauert, bis Gott mir so richtig mal gezeigt hat, wie er heilig ist, wie gerecht er ist und dass niemand das Recht hat, auch nicht der Arno aus dem Ruhrgebiet, mit ihnen rumzueiern, sondern gesagt hat, jetzt bezahlst du den Höchsten deine Gelübde. Meine Tochter, die Jüngste, die sitzt hier hinten, die hat das miterlebt. Ich hatte manchmal so ein Feuer im Herzen und eine Demut, eine Berufung im Herzen, dass ich mich auf den Küchenboden geschmissen habe und laut gerufen habe, Herr Jesus, warum lässt du mich denn nicht zufrieden? Rück mir doch von der Pelle. Ich will doch ganz normal leben. Mittwochs zur Bibelstunde, sonntags ab und zu mal einen kleinen Hauptgottesdienst und dann Rest möchte ich so gerne meine Götzen pflegen. Und wisst ihr, mein Hauptgötze, das ist so 5 Kilometer Luftlinie von mir entfernt, das ist Schalke. Wenn Schalke gewonnen hat, war der ganze Samstag und Sonntag gerettet, haben die verloren, ging um 17.30 Uhr die Jalousien runter, das kommt letzte Zeit nicht häufig vor, also da sind wir geübt drin, und dann Jalousien runter, Mutter kam rein, Abendbrot, ich habe keinen Hunger, Mutter, hab keinen Bock mehr, warum, sei ruhig, lass mich, Schalke hat verloren. Das war mein Götze. Ich habe mal also nachgerechnet, wenn der Tag 24 Stunden hatte, gehörten von den 24 Stunden 12 Stunden Schalke. Und das wollte ich nicht aufgeben, aber Gott hat das eingefordert und hat gesagt, deine Götzen müssen weg, Arno, die müssen weg, komplett weg. Und 2006 hat er ganz deutlich gerufen, da ging es mir richtig dreckig, richtig schlecht. Mein Herz schrie zu Jesus und ich wusste, was ich zu tun habe. Und dann bin ich wieder in der Heilsarmee tätig geworden. Dann ging das hin und her bis 2018. Und dann habe ich den David Bubenzer kennengelernt, der recht schnell in die Ewigkeit gegangen ist. Und dann haben wir im Zelt miteinander gepredigt, auf der Straße gepredigt. Und ich habe aber noch an einer Straßenpredigerkonferenz in München teilgenommen. Ich habe nämlich Folgendes, ich bin dann ganz gewiefter manchmal. Ich habe gedacht, es könnte sein, dass Gott mir die Berufung weggenommen hat. Dass ich die Gabe gar nicht mehr habe. Da bin ich fein raus. Dann kann ich so machen wie bis jetzt. Und dann sagt Gott, fahr doch dahin, Arno. Und dann habe ich einem Bruder gesagt, pass auf, ich bin auch dran, aber ziemlich zum Schluss. Und dann hat er die Kiste dahingestellt und ein Bruder hat gepredigt und dann sagte er, jetzt bist du dran, Arno. Und ich habe heute Morgen gesagt, wenn ich Mikrofone zwischen den Kniekehlen gehabt hätte, hätte man das Klappern bis zum Ruhrgebiet gehört. Und dann bin ich da hoch und durfte aus Gottes Gnaden 20 Minuten durchpredigen. Ich war nass geschwitzt, bin von dem Hocker runter und habe nur noch geheult. Ich wusste, jetzt bist du reif. Jetzt bist du dran. Und dann habe ich den Herrn gesagt, du hast diese Berufung bestätigt, dann mache ich das jetzt auch. Und habe dann regelmäßig angefangen, auf der Straße zu predigen. Und dann ist David, wie gesagt, in die Ewigkeit gegangen. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, hör mal Arno, du hattest mal so eine Idee gehabt, da nanntest du das Ruhrpott-Mission. Soll ich dir eine Internetseite machen? Ich brauche immer Hilfe, also handwerklich und technisch. Wenn einer sagt, Arno, das geht so stellt man eine Internetseite auf. Dann stehe ich da immer, ja. Und wenn der aus der Wohnung rausgeht, dann sage ich, no, nichts verstanden.
hat jetzt noch ein Bruder, der Nathan Dietz, mit mir gemacht, sagte, Arno, machst du so bum, 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 bum und dann ist das fertig. Woher raus war sein? Ich mach bum, bum, aber ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Hat er mir eine Internetseite aufgestellt und hat, und dann haben wir so einen YouTube-Kanal eingerichtet und dann haben wir die ersten Predigten reingestellt und die ersten Straßenpredigten aufgenommen. Und dann kam auf einmal eine Einladung aus Österreich, aus Vorarlberg. Und so hat sich das immer weiter aufgebaut. Die Leute haben das teilweise gesehen, haben uns dann eingeladen. Jetzt war der David nicht mehr da. Und dann habe ich gedacht, Herr, ich habe jetzt keinen. Ich kann Seelenretter nicht mitmachen. David ist nicht da. Und ich habe gedacht, es gibt keinen Ersatz. Es wird definitiv keinen Ersatz geben. Und dann wurde ich nach Köln eingeladen, da eine Domplatte. Köln-Ostheim hat hinten den Büchertisch aufgestellt. Und dann kommt so ein russlanddeutsches Geschöpf um die Ecke. So einen Bärtigen. Und er sagt, hi, ich bin der Andi. Und ich wollte schon fragen, warst du früher Moslem? Vielleicht bei der Taliban oder so, super Sturzbekehrung, weil der sah mir so gefährlich aus. Und dann sagte ein Bruder, Andi, gib du mal ein Zeugnis. Und als er so das Zeugnis gab, hat der Herr Jesus mir ganz klar ins Herz hineingerufen, das ist er. Und habe ich gesagt, Russlanddeutsch, so ein Bart, nie und nimmer. Das ist er, Arno. Und dann habe ich ihn mit nach Österreich genommen und dann habe ich Folgendes festgestellt, er liebt Jesus und er liebt das Verlorene. Das war so eindeutig. Und dann habe ich ihn damals gefragt, kannst du dir vorstellen, für die Ruhrpott-Mission mal tätig zu werden? Guckte er mich mit solchen Bauklötzen an. Ich sage, ich glaube, wir könnten ein Team werden. Und wir sind typenähnlich, das ist nicht einfach zwischen uns beiden. Wenn wir einen Einsatz machen und fahren nach Hause, wir brauchen nie Autoradio, weil das ist eine Diskussion, die nimmt kein Ende. Ja, und das rappelt dann richtig manchmal im Gebälk. Aber das Schöne ist, wir nehmen uns dann im Arm. Jetzt hat jemand ein Foto gemacht. Wir haben versucht, bei einer Gartenhefte in Remmels uns in den Arm zu nehmen und haben vergessen, dass unsere Bäuche im Weg sind. Und die Schwester hat das fotografiert. Ich zeige das Foto nicht. Das sieht so erbärmlich aus. Wenn so zwei Dicke so mit dem Bauch stehen und sich tief in die Augen gucken, ich zeige das noch nicht mal meiner Frau. Die sagt, seh zu, dass der Andi das nicht kriegt und dich ins Netz stellt. Kriegt immer totale Panik. Und dann ging das weiter und dann irgendwann sagte einer zu mir, und das war Olaf Latzel. Der hatte einfach mal die Idee gehabt und gesagt, hör mal, kannst du dir vorstellen, dass die Ruhrpott-Mission in St. Martini mit einfließt? Das fand ich erstmal total super, mit dem heiligen Olli. Ohohoho. Und dann hat er 4 Tage später angerufen und hat gesagt, nee, du musst was Eigenes machen, Arno. Warum? Sonst, man darf dich nicht einsperren, weil dann predigst du nicht mehr so, wie ich das jetzt von dir kenne. Du musst frei sein. Das habe ich dann auch gemacht und dann haben wir einen Verein gegründet und dann haben wir auf einer Straßenevangelisationskonferenz in Köln, habe ich den Jan kennengelernt. Wir hatten vorher erst selbst den Gedanken gehabt, vielleicht ein Café aufzumachen in Gelsenkirchen, mitten in der Pampas. Das hat uns durch Gott durchkreuzt und wir wussten dann warum, weil Jan auf einmal dazwischen kam mit hoffnungsvoll und da habe ich zum Andi gesagt, das ist das. Wir müssen mit denen was zusammen machen. Weil wir haben die Erfahrung im Straßenpredigen, aber wir haben überhaupt keine Erfahrung mit Umgang mit Randgruppen. Wir sind dann irgendwie zusammengekommen. Ich sehe da ein Lächeln. Frag mal die Geschwister, wie einfach das mit uns ist. Müsst mal mit uns eine Besprechung machen. Manche möchten dann am liebsten flüchten. Kann ich auch verstehen. Wir haben ungefähr, das ist keine Zeit, um uns hier anzuheben, wir haben bis jetzt so ungefähr in 30 Städten in Deutschland predigen dürfen. Das läuft wie folgt ab. Wir melden das an, wir kriegen dann Bescheid. Wir haben jetzt zum Beispiel zweimal schon eine Erlaubnis bekommen für Erzgebirge, Anna, Buchholz. Da melden die, sie dürfen dann und dann kommen an diesen Ort, Mikrofon aufstellen, Jesus rettet Schild und dürfen 5 Stunden dort das Wort verkündigen. So läuft es dann ab. Ja, und das kriegt man noch in Deutschland, weil wir nach dem Grundgesetz ein Recht haben, uns frei zu versammeln und davon kann man auch in Bezug auf das Grundgesetz ruhig Gebrauch machen. Das funktioniert auch. Das kann sogar so sein, dass man das bis 48 Stunden vorher kann man das anmelden. Und so läuft das ab. Wir fahren jetzt zum Beispiel am 21. Oktober nach Hamburg, Heidi-Kabel-Platz. Da fängt um 11 Uhr an bis 15 Uhr Open-Air-Evangelisation. Seid ihr alle eingeladen? Da wird es richtig. Wir haben das Motto, warum braucht Deutschland Jesus?
Der Polizist hat mich gefragt, was ist das Motto? Warum braucht Deutschland Jesus? Da kommt erstmal manchmal nichts. Wollte ich sagen, was ist los? Ich sage, hallo, haben Sie mich verstanden? Das ist das Motto. Ach so, ja gut, dann tragen wir das ein. Und dann haben wir die Erlaubnis bekommen. Und so ist das jetzt auch in anderen Städten. Zur Adventszeit fahren wir nach Bayern, machen wir eine Bayern-Tour. Passau, Regensburg, Schweinfurt. Seid alle herzlich eingeladen, mitzuwirken. Wenn einer sagt, das ist es, Arno, ich muss auf der Straße predigen. Ja? Auch die Geschwister von Hoffnungsvoll, bitte kommt mit. Wir lernen von euch, ihr lernt von uns. Weil wir, das ist eine super Ergänzung. Ja? Und deshalb beten wir immer wieder darüber, dass der Herr weiter Arbeiter in seinem Weinberg sendet. Denn eins steht fest, unser Land, ich nenne das auch manchmal Vaterland, ist ein heidnisches Volk geworden, ein Missionsland. Wir müssen hier die Netze auswerfen, dass die Heide wackelt. Netze einziehen, trocken machen, raus. Immer auf deinen Namen hin wollen wir die Netze auswerfen. Denn stellt euch vor, ich möchte damit schließen, stellt euch vor als Beispiel, am Freitag hat der Herr Jesus dir gesagt, sag den Arbeitskollegen X, dass er Jesus braucht und ohne Jesus verloren geht. Und du sagst, das sage ich ihm nicht, das sage ich ihm am Montag. Und am Montag morgen kommst du zur Arbeit. Und dann sagt dir die andere Arbeitskollegen, der Paul ist tot. Das sage ich nicht, um uns die Stimmung zu vermiesen, aber darum, das ist der Auftrag, den wir haben. Weil Jesus sagt, was hilft es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Stellt euch mal vor, ihr geht hinter einem Sarg her von euren Arbeitskollegen und ihr wisst, der ist verloren gegangen. Das ist das Schrecklichste, was es gibt. Auf ewig verloren. An den Ort zu kommen, wo der Wurm nicht stirbt. Das ist, was einem das Herz zerreißt. Und Spurgeon hat gesagt, wir werden so lange kämpfen um jede Seele. Wir werden noch den Tapeziertisch vor dem Eingang der Hölle aufbauen. Und den Menschen sagen, ob sie es überhaupt wissen, wo die Reise hingeht. Und Wilhelm Busch, der Gründer der Heilsarmee, wurde mal von drei Offizieren gefragt. General, wir wissen gar nicht mehr, was wir predigen sollen. Wir sind durch mit unserem Programm. Und dann hat der General gesagt, ich wünsche mir, ich könnte euch 3 Tage in der Hölle schicken. Und dann bleibt ihr 3 Tage an diesem Ort. Danach stellt ihr nie wieder diese Frage. Dann wisst ihr ganz genau, was ihr zu predigen habt. Darum geht's, Leute. Es geht darum, um alles oder nichts. Entweder ewig bei Jesus oder ewig verloren. Das ist so eine heilige, das ist so eine ernste Angelegenheit. Und dafür müssen wir alles tun. Beziehungsevangelisation, Verkündigungsevangelisation, Open Air, hoffnungsvoll, richtig. Es besteht auch die Gefahr, dass andere Christen sagen, dass wir einen am Rappel haben. Das kann passieren. Aber ich sage, lieber verbrennen und mit einem Rappel in der Birne für Jesus glühen, ja, als in aller Besonnenheit an Kälte zu erfrieren. Und deshalb die Frage zum Schluss, darauf und arm, was würdest du sagen, wenn Jesus jetzt hier durchgeht und dich persönlich fragt, liebst du mich? Amen.